In unserer Themenwoche Geschichte und Geschichten schlagen wir heute ein dunkles Kapitel auf. Im Auftrag der nationalsozialistischen Regierung entstand in Haigerloch 1945 ein Versuchsreaktor. Der Schauplatz dieser historischen Ereignisse ist heute ein Museum, heißt Atomkeller und zieht Besucher aus aller Welt an. Doch von einer Atombombe waren die Physiker von Haigerloch weit entfernt. Unterhalb der Schlosskirche in Haigerloch liegt er, der Eingang zum Atomkeller. So breit war er aber nicht immer, denn im Inneren arbeiteten Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker und andere Atomforscher an geheimen Experimenten. Von den Haigerlochern unbemerkt entstand noch im März 1945, kurz vor Ende des Krieges, ein Versuchsreaktor, von dem heute ein Nachbau im Atomkeller zu sehen ist. Das ist jetzt eine originalgetreue Nachbildung des Reaktors, mit dem Heisenberg, Wirz und Weizsäcker 1945 im April den letzten Versuch während des Zweiten Weltkrieges durchgeführt haben. Über 600 Uranwürfel wurden an dieser Aufhängung abgehängt und die ganze Anordnung hat man dann in einen Kessel eingelassen, der umrahmt war mit einem Graphitmantel als Reflektor. Und im äußeren Bereich wurde normales Wasser als Kühlwasser eingefüllt. Anschließend hat man den Reaktor mit einem Deckel von oben verschlossen und in den großen mittleren Einfüllstutzen wurde dann eine Neutronenquelle eingelassen, die die Zündneutronen lieferte. Anschließend wurden aus den Tanks das schwere Wasser eingepumpt, der Moderator, und mit dem Einpumpen des schweren Wassers begann auch die Kettenreaktion. Der Nachweis einer nuklearen Kettenreaktion stand im Mittelpunkt der Forschungen, nicht etwa der Bau einer deutschen Atombombe. Dafür reichten die Ressourcen in Nazi-Deutschland nicht aus. So behandelte die Regierung das Projekt eher stiefmütterlich. Es war, wenn man es mit anderen Projekten vergleicht, beispielsweise mit der Raketenentwicklung, war es stark untergeordnet. Das sieht man schon daran, dass das Projekt vom Heereswaffenamt aus begann, 1942 etwa, aber aus dem Heereswaffenamt ausgelagert wurde, weil es in einer absehbaren Zeit keine Waffe entwickeln konnte. Die Amerikaner wussten nichts davon, dass die Atomforschung in Deutschland erst in den Kinderschuhen steckte. Sie wollten auf jeden Fall eine deutsche Atombombe verhindern. Das war auch das Ziel der Alsos-Mission. Deren Truppen stürmten am 23. April 1945 den Atomkeller und zerstörten die Anlage, wie dieses Modell im Museum zeigt. Nur der Aluminiumkessel des Reaktors blieb übrig. Es gelang in Haigerloch übrigens nicht, eine nukleare Kettenreaktion auszulösen. Berechnungen haben dann ergeben, dass etwa die doppelte Menge an Material, an Uran und an Moderator, an schwerem Wasser, notwendig gewesen wäre, um wirklich einen funktionsfähigen Kernreaktor zu bekommen. Das heißt, das Prinzip war richtig, aber die Größenordnung hat noch nicht gestimmt. Heute zieht der Atomkeller Menschen aus aller Welt an. Hitlers Bombe suchen sie hier aber vergebens. Dafür hat das Museum neben dem Versuchsreaktor noch weitere interessante Ausstellungsstücke, zum Beispiel eine originalgetreue Nachbildung des Experimentiertischs von Otto Hahn. Mit diesem Versuchsaufbau ist es Otto Hahn 1938 erstmals gelungen, einen Atomkern zu spalten, 7 Jahre vor den Experimenten in Haigerloch. Von hier bis zum ersten deutschen Kernkraftwerk war es ein weiter Weg. Das ging erst 1961 ans Netz.